Ich bin hier gerade auf Ralkidiki und habe hier einen Steffen getroffen, der mit seinem Hiace unterwegs ist. Und das finde ich ein extrem cooles Reisefahrzeug, was total underrated ist. Und ich würde sagen, Steffen kann sich mal kurz vorstellen. Er hat auch eine super coole Reisegeschichte, seit 22 Jahren unterwegs. Und ja, zeigt euch mal sein Auto. Ja, hallo, ich bin der Steffen und kann mich dem Lukas nur anschließen. Ist ein ganz tolles Auto. Ich bin jetzt seit 4 Wintern mit denen unterwegs und war in 26 Ländern. Und kann wirklich nur Bestes über dieses Auto berichten. Ist natürlich ziemlich unbekannt in Deutschland, gibt es eigentlich nur ganz wenige. Aber das ist halt die gute alte Toyota-Qualität. Technisch ja, relativ gleich mit Lukas Hilux. Wir haben den gleichen Motor drin. Den gleichen Motor drin, ja, das ist auch ein guter. 117 PS, ich glaube der Lukas hat 120. Und da ist man wirklich gut gewappnet, auch in Bergen und sowas. Ja, ansonsten hat er auch einen Leiterrahmen und wichtig war für mich auch Heckantrieb, den gibt es auch mit Allrad, aber mit kurzem Radstand und Allrad sehr, sehr selten zu bekommen. Ich nenne ja auch immer mein Hotel auf Rädern. Und so habe ich mir den für den Winter aber schön zurecht gemacht. Und man sieht jetzt, eigentlich sieht man gar nichts, sieht aus wie ein Transporter normal, war natürlich auch gewollt, dass man nicht so groß auffällt. Oben sieht man Dachgepäckträger drauf, da habe ich vorne ein paar Sandbleche für den Fall der Fälle. Und hinten noch zweimal Solar drauf, also 200 Watt Solar, dass man immer gut stromversorgt ist. Ne? Ja, jetzt können wir mal gucken, jetzt machen wir mal die Tür auf, sind salabim. Okay. Ich bin ja immer so von Oktober bis April unterwegs und im Sommer bin ich dann in Deutschland und mache dann auch so verschiedene Sachen halt. Ne? Den Wagen habe ich gekauft im ersten Corona-Jahr, also im Juni 2020. Und dann habe ich den bis Oktober ausgebaut und bin dann in der schönsten Corona-Zeit losgefahren, wo mich alle für verrückt erklärt haben. Und war dann auch 2,5 Monate oder 3 Monate später war ich in der Türkei an der syrischen Grenze. Da war dann aber wirklich Schluss, die Grenze war ja verbarrikadiert, da war auch kein Publikumsverkehr oder sowas. Ja, hier sieht man jetzt so die Innereien, das habe ich natürlich alles selber gebaut, auch die ganzen Tischlereien und Elektrik und Standheizung, alles drin. Ein Kühlschrank und da habe ich von, sieht man noch, Dometic, so eine schöne kleine Kühlbox, die hat glaube ich 13 Liter. Da hat man so die wichtigen Sachen drin, da hinten ein paar Bier, hier ein bisschen Joghurt. Und sogar noch ein Uso habe ich auch noch drin, einen kleinen. Jawohl, gewaltig. Du reist ja aber schon viel länger. Also du bist ja nicht erst mit dem Auto unterwegs gewesen, du hast ja davor schon einige Teile der Welt gesehen. Seit wann bist du unterwegs? Ja, das fing eigentlich an im Anfang Januar 2002. Da habe ich mir ein ganz altes Auto gekauft, so ein, wie hieß er nochmal, Seat Terra, das ist so ein Hundefänger, so der Vorgänger vom Caddy ungefähr. Den habe ich damals, da war ja gerade der Wechsel von D-Mark auf Euro, den hatte ich im Dezember gekauft für 50 D-Mark, also war dann im Januar noch 25 Euro wert. Und mit dem bin ich dann ja von Deutschland nach Frankreich, Spanien, Marokko, Westsahara, Mauretanien, Senegal, Mali und Elfenbeinküste dann bis an den Atlantik wieder ran. Das war das Erste mit dem Auto. Und danach war ich dann in Australien und da hatte ich mir auch so einen alten Kombi gekauft. Und da bin ich auch 25.000 Kilometer gefahren, ja, im halben Jahr. Und dann ging das los mit Asien und Südamerika. Das waren ja alles Langzeitreisen. Woher nimmst du die Zeit? Die Zeit, ja, die gönne ich mir einfach. Ne? Ich habe ja früher auch mal gut gearbeitet und als Bauingenieur nach der Wende war das natürlich ein ziemlich guter Job. Und dann habe ich irgendwann mal den Entschluss gefasst. Ja, das Leben kann nicht nur aus Arbeit bestehen, man muss auch ein bisschen mehr Freude haben. Und dann so kam ich dann aufs Reisen und das hat sich ja dann über die letzten 22 Jahre so hingezogen, ja. Und hier zwischen ist halt der Ausgang von meiner Standheizung. Das kommt halt nach oben und zu den Füßen raus, ne? Hier ist der Ausgang. Ja, da hat man halt überall so ein bisschen seine Ladestation noch. Hier habe ich noch eine Außenlampe hier oben. Sieht man im Hellen gar nicht. Ansonsten ist die im Dunkeln wirklich also echt klasse. Das ist praktisch. So ein LED-Lichter, ja. Ne? Und hier habe ich dann auch noch so ein bisschen meine Elektrostation zum Laden alles, ne? Stauraum noch hier hinten, auch unter den Seiten, dass nichts ungenutzt bleibt, ne? Mhm. Du hast wahrscheinlich auch mehr Stauraum, als du eigentlich brauchst, oder? Auf jeden Fall. Ja. Also du siehst sehr genügsam aus. Viele unsinnige Sachen eigentlich bei, die ich früher so nie mitgenommen hätte. Ne? Da hat man mal einen kleinen Rucksack, ich habe mal maximal 10 Kilo. Und die hat man natürlich, ja, guck, hier hängen schon 2 Jacken und sowas. Ne? Naja, und all so eine Sachen und ganze Kochsachen. Und ja, und so mache ich mir dann abends mal schön bequem hier. Ne? Beine hoch und dann lesen wir was Schönes. Und Bett bauen geht auch ganz schnell. Ich habe es am Anfang mal, als ich fertig gebaut habe, habe ich das mal die Zeit gestoppt, wie lange ich da brauche. 47 Sekunden habe ich gebraucht. Ich habe es gar nicht so genau gesehen. Sind das Rollen unten drunter oder ist das ein Auszug? Das sind Rollen unten drunter. Ich kann es ja mal andeuten jetzt. Wenn ich hier entlocke ich das jetzt, hier auch. Und dann muss ich bloß meinen Fuß hierher setzen und dann fährst du das so vor. Ne? Mhm. Ich komme jetzt nicht ganz, muss mich bis an der Seite hinstellen, klappst das hinten runter und dann klappst du bloß deine Klappmatratze vor und dann ist eigentlich schon fertig. Hier sind die Rollen drunter, fährst du wieder schön zurück, lockst es hier ein, klingst es hier ein.
und schon kannst du wieder gemütlich sitzen. Ja, das geht schnell. Du hast ja da echt mehr Platz drin sogar als ich. Also meine Kabine ist 1,90 Meter lang und du hast ja... Ich habe 2,40 Meter eigentlich bis hier vorne hin. Ne? Das sind 2,40 Meter und breit ist innen, glaube ich, 1,70 Meter so ungefähr. Mhm. Das ist halt schon ein cooles kleines Auto, ne? Und ich finde es wirklich auch interessanter als ein VW-Bus. Ja, also ja, vor allen Dingen wegen Heckantrieb, das ist auf Reisen halt schon wirklich tausendmal geiler. Und der ist auch viel, viel günstiger als ein VW-Bus. Absolut. Also ich habe damals ungefähr ein Drittel von dem bezahlt, was ich für einen VW-Transporter bezahlt hätte, so mit gleicher Laufleistung und gleiche Alter. Ne? Das ist schon ein Riesenunterschied. Ne? Also ich habe nicht mal 5.000 Euro für bezahlt. Ne? Ja. Ja, dann sieht man hier, meine Küche, Teppich habe ich natürlich auch. Und geht man natürlich nur mit Socken rein oder Hausschuhen, naja. Die Küche ist natürlich schön hier mit fließend Wasser, keine Frage. Hier unten ist 10 Liter Wasser, 10 Liter Abwasser. Hier ist dann Seife, Fit, Handtuch, Waschlappen, schöne Lampe noch hier oben. Und wichtig ist natürlich auch eine Fliegengletsche. Und die ist natürlich teleskopisch. Oh, aber auch, ich glaube, die muss ich dir abluchsen. Ich hatte gestern Abend, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen wegen einer scheiß Mücke. Ah, ich hasse die Dinger auch. Da habe ich auch immer meine Speziallampe hier, wenn ich dann liege. Ne? Zum Mücken suchen. Ja, suche ich mal alles ab und mache die dann fertig. Ne? Ja, hier habe ich dann einen schönen Ausziehtisch noch. Ne? Mhm. Da kannst du schön was drauf kochen. Auch wenn du mit so einem hohen Kocher ist immer so die Gefahr, dass es wackelt. Ich hatte vorher immer meinen Campinghocker hier. Und dann habe ich hier auch noch die Tischplatte drauf. Ne? Aber wenn du da mal gegenstößt oder sowas, ist die Gefahr, dass du mal so einen Kochtopf umschmeißt. Mir ist es glücklicherweise nie passiert, aber hier... geht das halt nicht, ne? Das ist halt schön fixiert dann. Ne? Und hier ist schon ein bisschen Equipment drin. Töpfe. Hier habe ich auch noch ein bisschen was man morgens so braucht für Hygiene und Pfanne. Und kochen tue ich ja meist auf meinem Tisch oder halt, wenn das Wetter entsprechend ist, draußen. Du kochst mit Gas, ja? Mit Gas, ja. Das ist ein ganz einfacher Gaskocher. Da wollte ich auch mal gucken, ob es da ein bisschen flachere Alternativen gibt, dass es alles ein bisschen sicherer steht. Aber es funktioniert uneingeschränkt. Ja, dann sieht man hier noch, der ist komplett gedämmt ringsherum. Das hört man immer schön, wenn man so ein... Oder hier. Ja, stimmt. Und hier vorne. Blechern. Gedämmt, ja. Dann habe ich hier noch meine Elektrobox. Da ist noch eine extra Batterie drin. Und du bist komplett autark. Ja, komplett autark, absolut, ja. Und Strom komme ich locker hin. Ich habe ja 100 Amperestunden Batterie hier. Also habe ich nie eigentlich Stromprobleme. Ja, aber du arbeitest nicht unterwegs? Nee. Okay. Nee. Das ist dann nur noch genießen halt. Ne? Jetzt bin ich hier in meinem Domizil. Genau. Wo bist du denn alles schon gewesen mit dem Auto? Also ich bin ja von Deutschland über Frankreich, Andorra, Spanien, Marokko, Portugal, Gibraltar. Das war die Richtung. Und die Türkei-Route habe ich einmal genommen durch Kroatien. Jetzt, diese Reise bin ich über Italien gefahren, an der Adria entlang. Fand ich nicht so schön. Kroatien fand ich viel schöner. Und davor bin ich zum Schwarzen Meer rüber. Über Tschechien, Slowakei und Ungarn, Rumänien, Bulgarien. Dann in der Türkei runter. Auch der ganze Weile noch am Schwarzen Meer lang gefahren Richtung Georgien. Aber das wurde dann im November, wurde das dann zu kalt. Mhm. Und dann bin ich durch Anatolien durch, noch Kappadokien da. Und das ist ja auch sehr, sehr schön anzusehen, ja. Ja, dann können wir mal hinten reingucken. Sieht halt wieder so ganz normal aus. Natürlich die Scheibe hinten abgedunkelt von innen mit Folie. Du fällst auch überhaupt nicht auf als Camper so direkt. Ja, also ja. Klar, wenn man sich ein bisschen genau hinschaut mit dem Dachträger, aber... Ja, hier hat man dann so ein bisschen Stauboxen. Alles so mit Fieber, hier nochmal extra Wasser. Und hier so Campingsachen und dann metalldetekte Angel. Ja, hier ist meine Matratze. Richtig schön, fest auch. Also das ist das erste Jahr, dass ich gut auf einer Matratze liege. Die anderen selbst gekauften, das war alles morgens gewesen, weil das immer nur so eine Besucherbetten sind für zu Hause. Ne? Und hier habe ich mir dann Schaumstoffmatten gekauft, 65 auf 65 und die halt da in so einen Bezug reingebaut. Und das funktioniert jetzt echt super. Und die waren auch, das ist einfach nur Schaumstoffmatten, habe ich über 100 Euro für bezahlt. Ne? Das ist so, ich glaube, da geht nach, ich weiß nicht wie die sind, nach irgendeiner Festigkeit. Raumgewicht und Staubhärte. RG 50, genau. Die sind nämlich RG 50 und das ist schon richtig, richtig schön fest. Ja. Und vor allem liegt sich das auch nicht durch. Die anderen legen sich ja, die Weichen legen sich sofort durch, dann liegst du immer mit dem Becken tief und dann tut es kreuzweh und so. Ne. Das kann man auch hochklappen. Hier habe ich noch einen extra Kanister drin. Das ist das Diesel, ja. Das einzige Original, was vorher in dem Bus, der lief ja als Transporter in einer Elektrofirma, ist dieser Haken hier oben. Der war früher an der Mittelwand, die ich rausgenommen habe und den habe ich dann auch wieder reingebaut. So ein bisschen als Andenken. An das alte Transporterleben. Das sieht so wie so ein DDR-Haken aus. Wahrscheinlich, ja. Ja, da habe ich auch verschiedenes Licht drin. Hier ist zum Beispiel auch, das nehme ich immer als Leselampe oder kann man hier hinten auch mal, wenn man abends oder nachts mal was sucht,
Das ist meine Dämmmatte, die ich hier drunter mache, weil wenn die Scheibe blank ist und es kalt, dann frierst du natürlich am Kopf wie verrückt. Mhm. Deswegen habe ich hier so eine Yogamatte genommen und noch Schaumstoff auf der anderen Seite drauf gemacht. Wie viel Liter Wasser sind es insgesamt? Also insgesamt habe ich 20 Liter Wasser. Aber Trinkwasser kaufst du in Flaschen? Das kaufe ich meistens Flaschen. Trinke Wasser eigentlich nur aus Flaschen oder wenn ich es halt abkoche und von Brunnen nehme. Also wenn ich vom Brunnen nehme, koche ich es halt ab. Und ist halt alles schön stabil gebaut. Es klappert nicht, es wackelt nicht. Ist noch nichts kaputt gegangen. Funktioniert uneingeschränkt. Ja, ja, das ist so ein High-Ace. Das ist halt so ganz einfache Technik. Hier sieht man immer so ein Armaturenbrett, das muss man halt schon noch suchen. Das ist irgendwie so, sieht aus wie 1970 ungefähr, ne? Aber das sind halt alles einfache Schieberregler, wo nichts kaputt geht. Wie viele Kilometer hat er jetzt eigentlich runter? Der hat jetzt so 200 und 1000 Kilometer runter. Ich habe den bei 139 gekauft. Ich fahre den jetzt halt so ja, knapp 62.000 Kilometer. Das Einzige, was ich wirklich technisch, wo ich mal ein Problem hatte, das waren die beiden originalen Batterien, die drin waren. Und das war ja Erstausrüsterqualität noch. Ne? Und die habe ich dann nach 13 Jahren wechseln müssen. Die haben dann wirklich einen Geist aufgegeben. Und ansonsten läuft der wunderbar. Und auch vom Verbrauch her ist das natürlich super. Gut, ich bin ganz sparsamer Fahrer und langsamer Fahrer, aber ich bin bei 60.000 Kilometer auf dem Durchschnitt jetzt von 6,9 Liter gekommen. Das finde ich echt faszinierend. Also wir hatten es vorhin schon, da drüben im Hintergrund seht ihr ja meine Kiste und wie gesagt, das ist der gleiche Motor. Bin ein bisschen schwerer, ich wiege 2,9 Tonnen. Was wiegt deine Kiste? Also der hat ja ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen, aber so wiegen wird er jetzt ungefähr, ich denke mal 2,1 Tonnen oder sowas mit dem Ausbau. Ja. Ich glaube, Leergewicht hat der 1,8 Tonnen oder so. Okay, nur so grob als Vergleich. Also ich bin bei 10,5 Litern und ich fahre auch sparsam und dann du verbrauchst einfach 4 Liter weniger. Schon ordentlich auf so große Strecken. Und die Reisen, die ich gemacht habe, also die 4 mit dem Bus jetzt, da war ich so zwischen 12 und 13.000 Kilometer sind die jeweils gewesen. Mhm. Also über 5,5, knapp 6 Monate. Was war so das Land, was dich am meisten überrascht hat, egal ob im Positiven oder Negativen? Ja, eigentlich schon fast Indien, würde ich sagen, weil das ist hochinteressant, so vom Land her, aber von den Leuten her war ich da ganz schön negativ beeindruckt. Ja, also das ist, wenn man da so als individuell Reisender unterwegs ist, so mit dem Rucksack, dann nervt das schon gewaltig. Also sie sind auch so respektlos, das ganze Gegenteil eigentlich von den Chinesen. China hat mich super positiv überrascht, aber Indien doch eher negativ. Ja. Das spielt ja auch mal so die... Ja, eine große Rolle spielt halt auch, wie die Leute sind, ne? Weil man ist ja in dem Land unterwegs und wenn du so mit dem Rucksack unterwegs bist, hast du ja viele Kontakte. Und das war in Indien, das fand ich echt unangenehm, ja. Und in China total super positiv überrascht gewesen, ja. Ja, hier mein schönes Campingfenster, ist immer ganz wichtig, man gut belüftet. Ich sehe gerade, du hast sogar den Rahmen lackiert, Mensch. Ja, den habe ich auch lackiert. Ja. Edel. Das habe ich noch nie gesehen, ja. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz den Dachträger zeigen, weil den finde ich auch cool. Ja, das ist ja ein Dachgebäck hier, den habe ich aus so einem Aluminiumprofilen selber zusammengebaut und auch die Träger hier, das waren U-Profile, da habe ich diese Trapeze rausgeschnitten und dann habe ich hier oben drauf, ja wie gesagt, 200 Watt Solar und hier vorne nochmal Aluminium Sandbleche, wenn man sich mal festfährt. Ne? Weil es für mich auch wichtig war, unter einer gewissen Höhe zu bleiben, weil es ist 2,10 Meter, ist auch in Frankreich, Spanien hat man oft so an Supermärkten oder sogar an Zufahrten zu Stränden, hast du dann Barrieren, 2,10 Meter und da wollte ich unbedingt drunter bleiben und so habe ich auch mit dem Aufbau von den Solarpanelen bin ich hier mit auf 2,8 Meter. Also da kann ich dann überall drunter fahren und habe dann auch keine Einschränkungen. Perfekt. Und die Maut hier in Griechenland ist günstiger. Da wird es ab 2,20 Meter, glaube ich, teuer. Achso, ich fahre ja keine Autobahn, deswegen weiß ich über Maut gar nichts. Ja, okay. Ich bin hier nur Landstraße fahre, ja. Du hast ja eben erwähnt, dass du mit dem Rucksack auch viel unterwegs warst. Welche Reiseform ist denn für dich die ideale? Oh ja, also da würde ich mich jetzt eigentlich... Ja, es ist natürlich mit so einem Auto ist es natürlich super perfekt, muss man sagen. Ich nenne es ja auch immer mein Hotel auf Rädern, weil man hat Unterkunft immer direkt dabei. Man muss sich nicht drum kümmern, nichts suchen. Man hat ruhige Plätze bis in Hotels oder irgendwelchen Unterkünften. Da sind ja meist viele Leute untergebracht und da hast du immer irgend so einen Radaubauke dabei und dann wird es laut und kannst nicht schlafen und so. Und das hast du im Bus halt nicht. Das hat da wirklich unglaublich viele Vorteile mit so einem Bus. Ist natürlich dann auch ein bisschen begrenzt, weil man kann nicht überall hinfahren. Ne? Echt, also ich finde es ein tolles Reisefahrzeug und total unter dem Radar. Also ich hatte es auch lange Zeit nicht auf dem Schirm und es ist halt einfach genial. Allein der Heckantrieb, der Leiterrahmen, das ist robust. Ich finde es total cool, jetzt mal hier deinen Ausbau kennengelernt zu haben. Ja, ja. Und das ist auch der erste Camper, den ich hier in so einem Hiace sehe und bin wirklich, also tolles Fahrzeug. Danke, Steffen. Prima, vielen Dank.